The eighth plague, locusts. Gut, achte Plage, Heuschrecken. Mal schauen, was wir haben. Okay, zwei Striche. Ah, okay, das kann man verschieben. Gut, ja, da müssen wir anscheinend einen Code einstellen, den wir noch nicht haben. So, hier ist noch nichts. Und hier stehen sie, die Wildecker-Herzbuben. Na, alle klar, Männer? Ist aber schön verstimmt. Auch dein Instrument ist super gestimmt. There was a man, he is my dad. There was a man, only brother I had. Ah, alles klar, okay, gut, wir müssen das Lied jetzt hier fortführen, indem wir halt die richtigen Personen anklicken. Okay, er ist der Bruder. There was a man, no hat to he wear. There was a man in the middle of the dead. Bist denn du? There was a man, all skin and bones. There was a man, no hairs under his nose. Okay. There was a man, he stands to my right. Dann ist das er hier. There was a man, hair gray as first light. There was a man who was really quite fat. There was a man, feathers perched on his hat. Geil. Alter, wer hat There was a man, had a clock for his heart. Das bist du? He was a man, the last man, and the man from the start. Das war mein kleiner Bruder. So, und was habe ich jetzt bekommen? Außer einen mega kracher Song. Das sind die Anschläge. Lang, lang. Kurz, kurz, kurz. Lang. Nice. Ja, geil. Okay, alles klar. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, was die jetzt hier für einen Riff runterhämmern. Okay. Das mal. Ich hoffe, nein. Ich hoffe, das geht jetzt mal von links nach rechts. Also, unser Onkel hatte diese Variation. Dann hatten wir die. Nee, warte mal. Na doch. Und unser Bruder hatte die. Yes. It works. We finished the song. Und nun? Ah, okay, alles klar. We got an axe. Ein Beil. Na gut, alles klar. Damit dürfte klar sein, was zu tun ist. Einmal durchhacken, bitte. Hier ist Jacob. Sehr schön. Na? Okay. Was mit euch? Ah, okay, alles klar, die machen in verschiedenen Tönen. Ah, okay, wir müssen anscheinend was nachspielen wieder. Was? Gut.
Did it. Nein. Nee, okay. Hä? Nein, das war der falsche. Warum starte ich immer mit dem falschen? Schön, hast du jetzt nahe gelegt oder was? Ding weg. Okay, es wächst. Eieiei, es ist wirklich ein Ei. Und da haben wir die Heuschrecke. Okay. Na gut. Dann machen wir mal weiter. Eine Eule. Und tschüss. Tschüss, Eule. Oh, ein Schmetterling. Okay, wir haben das Beil, aber wir können es nicht benutzen. An den naheliegenden Baum. Oh, Eule, okay. Was? Ist denn das wieder ruhig? Was? Ja, okay. Ah. Alles. Oh nein. Oh nein. Oh, hier will nur streicheln. Okay. Ah, schade. Okay, wir mussten anscheinend die Heuschrecke durch den Nebel zur Beute führen. Was? Ziegenaugen. Ziegenaugen. Also wirklich, Leute. Und nochmal der Schmetterling. Und nochmal die Eule. Okay. Oh, oh, schön. Okay, die kann ich irgendwo positionieren. Okay. Dolls are not what they seem. Ein großartiges Filmzitat, und zwar von Twin Peaks. Wie schön. Ach, das ist doch eine schöne, schöne, schöne. Eyes blinded by the fog cannot see the truth. Ja, von mir verschleierte Augen sehen die Wahrheit nicht. Nur hier. Nein, wirklich. Ach Gott, okay. Ah, okay, der Ziegenkadaver und ein X. Da müssen wir graben anscheinend. Und was ist das? Ah, okay, 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 cool, cool, cool. Wir machen erstmal eins. Wir schnappen uns erstmal den Spaten, die Späh. Kann ich dich jetzt hier wegscheuchen? Ja, kann ich. Super. Tschüss, Eule. Und können wir jetzt hier irgendwie sagen? Oh, jawohl, können wir. Nein, haben wir jetzt schon nicht. Na, verschlossen. Ich dachte schon, wir haben jetzt den Coup. Aber haben wir noch nicht. Okay, dann
probieren wir mal das hier nochmal kurz zu lösen. Dann schauen wir mal kurz durch das andere Auge. Okay, das muss ein bisschen hoch. Die muss ein bisschen... aber warte mal. Moment. Ah, ist das fies. Ist das fies, das spiegelverkehrt. Oh, ist das mies. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. So, wir gucken mal kurz, ob das jetzt hier was wird. Da müssen wir uns anscheinend ein bisschen ranpirschen. So, okay. Alles klar. Ja, so. Da. Mehr in der Mitte. Sagen wir mal so. Nö. Ein bisschen mehr nach außen, okay. Da? Da so? Hier so? Ja, das sieht gut aus. So, und der andere muss ebenfalls ein bisschen weiter nach außen und nach unten. Okay. So. Na, wir haben ein bisschen zurück. Okay, alles klar. Ein Leuchtkäfer. Wie schön. Alles klar. Wir haben einen Leuchtkäfer für... Okay. Sehr schön. Auch eine sehr schöne Anspielung an Twin Peaks, ne? Wo halt... Na, im roten Raum. Ich weiß nicht, diejenigen, die die Serie kennen, werden es natürlich wissen und sofort erkannt haben. Aber es gibt bei der Serie Twin Peaks, die sehr skurril ist, von David Lynch, sehr zu empfehlen, einen roten Raum, ja, wo ein Kleinwüchsiger rückwärts spricht. Also eine sehr, sehr verstörende Szenerie. Sollte man sich mal geben. So, okay, alles klar. Und der Weg ist frei. Können wir hier wieder reinschauen? Haben wir irgendwas? Nein. Wir haben noch nichts. Da haben wir noch nichts. Oma! Oma will das Trinkhorn haben. Kann ich gut verstehen. Besorgen wir dir mal ein Trinkhorn. Können wir hier die Steine können wir nicht nehmen? Nee. Okay, alles klar. Da geht er nur rein. Muss ich jetzt hier wirklich gerade die ganze Zeit, muss ich mal kurz rausgehen, diese kleine Motte jagen. Ich, das ist jetzt, ich guck mal ganz kurz, ob das irgendwie eine Art... Oh, wo sind denn die wilde Herzbuben? Die Kastelruther Spatzen, wo sind sie? Okay. Versperrst du hier wirklich den Weg? Den meinte ich nämlich. Ist das jetzt... Muss ich den jetzt hier wirklich... Okay. Ah, die Eule. Möchtest du den Käfer? Ja, du möchtest den Käfer. Und? Okay. Wir müssen die Heuschrecken wieder anlocken. Tut mir leid. Ah, clevere Eule. Feuer abgehauen. Okay, alles klar. Ein Schlüssel. So, auch jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier vorne, ob hier die Motte irgendwo ist. Wozu mussten wir den immer verscheuchen? Irgendwie, das ist doch bestimmt ein Archiv oder irgendwas. Da ist er schon wieder. Ja, tatsächlich, ne? Errungenschaft war es. The Butterfly Effect. Man muss auch sagen, dieses Spiel führt sich tatsächlich ja nicht wie ein Spiel an, sondern wie ein sich ständig... weiterentwickelnder IQ-Test hier irgendwie. Verschlossen. Das Horn. Das Horn von Gondor. Gut, auf zu Oma. Wobei man natürlich sagen muss, dass halt so IQ-Test technisch mich hier sehr schlecht machen.
mach's nicht. Oma, mach's nicht. Nein, Oma, nicht! Nein! Ach, scheiße, Menschenfischer. Tschö, Oma. Und, was hast du was da gelassen? Schau mal an. Jetzt werden wir einfach bloß den Kuh sehen können. Mutter. Ja, man hatte ja letzte, quasi bei der letzten Plage schon so die leichte Ahnung oder die leichte Andeutung irgendwie, dass sich eventuell unsere Mutter für uns geopfert hat. So, und Heuschrecken haben wir geschafft. So, jetzt müssten, ich glaube, es sind, in Summe sind es 10, ne? 10 Plagen, 10 biblische. 2 fehlen noch. What is it? The moon. Deliver us the moon?